Hey ho und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns in dem Fall. Ich habe nämlich Besuch bei mir, den guten Markus The Rock Stroh tatsächlich, der Zeichner von einer Handvoll Sterne. Das ist, glaube ich, so der Titel, den man dann am ehesten mit dir in Verbindung bringen würde, oder? Aktuell jetzt schon, denke ja, ne, ich. Ja, also so der am bekanntesten ist dann wahrscheinlich. Zumindest mein größter Comic bisher, ja. Also mein Debüt eigentlich als großes Buch. Ja. Also kann man dich noch vorstellen als der Zeichner von einer Handvoll Sterne. Ja, das ist okay. Das ist durchaus charmant. Ja. Hast du auch schon einen Titel im Kopf, so der als nächstes erscheinen wird, das was direkt so rausballern kannst? Ich arbeite aktuell an einem nächsten Werk, ja. Mit einem Texter zusammen. Und was für eine Richtung wird das gehen? Da kannst du schon verraten. Richtung. Ich weiß gar nicht, wie ich das Genre nennen soll. Es ist eher humoristisch. Okay, das hast du schon mal gut an humoristisch. Und spielt in Köln. Und spielt, das ist aber, ja eh schon super. Aber mir ist noch in Arbeit. Gut, dann ich habe dir ein paar Fragen aufgeschrieben für dich. Und fang direkt mal mit der ersten naheliegendsten Frage an. Ja. Wie bist du zum Zeichnen gekommen und wie lange machst du das bereits? Boah. Das ist immer diese Frage an die Zeichner, ne? Wie lange? Ja, das muss sein. Aber auch bei mir war es so, ich habe schon früh gezeichnet. Also tatsächlich schon zur Grundschulzeit habe ich gerne gezeichnet. Aber ich habe nie damit gerechnet, dass man damit irgendwie Geld verdienen kann. Also ich habe meine Vorbilder gehabt, Zeichner, Vorbilder. Okay, eigentlich nur Figuren, Asterix. In der Grundschule habe ich mal irgendwie als vierte Klasse musste man sich vorstellen, den neuen Erstklässlern, die gerade eingeschult werden. Und dann kam ich wohl auch an die Reihe und habe gesagt, ich werde Comic zeichnen und werde den nächsten Asterix erfinden. Also, da hatte ich schon große Ziele, aber das war nur kindlicher Übermut wahrscheinlich. Hat sich das denn so durch deine ganze Schullaufbahn durchgezogen, dass das Ziel, Comiczeichner zu werden, so die ganze Zeit fest im Auge hattest, dass du darauf hingearbeitet hast dann tatsächlich? Nicht wirklich hingearbeitet. Ich habe gerne Comics gelesen, die wenigen, die mir in die Hände fielen, weil Comics waren damals eigentlich schon teuer und ich hatte nicht viel Taschengeld. Okay. Ich habe dann einfach eher gezeichnet, was mir so in den Sinn kam. Oder Zeichentrickfiguren, Werner habe ich auch gerne. Ja, den habe ich damals auch selbst gefallen, gezeichnet. Und ja. Und ja, bis ins Gymnasium hinein habe ich gerne gezeichnet, also wirklich nur immer so nebenher. Ich habe es sehr gerne gemacht, aber nicht damit geplant, jetzt irgendwie was groß daraus zu machen. Dann Richtung Studium hat sich ergeben, irgendwie was Künstlerisches würde sich wohl anbieten zu studieren. Habe mich dann erstmal in Karlsruhe beworben für Medienkunst. Und da wusste ich noch überhaupt nicht, was das überhaupt sein soll, aber ich wusste, es ist kreativ. Wurde ich abgelehnt und habe mich eingeschrieben in Heidelberg für Kunstgeschichte und Musikwissenschaft. Total staubtrocken. Von Heidelberg-Studium habe ich dann vom Mannheim-Studium erfahren, Kommunikationsdesign. Und dann bin ich so langsam endlich in die Gestaltung reingekommen und in die Zeichenkurse reingekommen. Wobei Mannheim war auch immer noch nicht Illustration in dem Sinne. Das waren eben eher Zeichenkurse begleitend zu Grafikdesign und andere Bereiche des Studiums. Und Richtung Ende meines Bachelorstudiums in Mannheim habe ich dann von der Illustration an sich erfahren und dann auch vom Studium in Münster und bin über den Namen meines damaligen Professors gestoßen, Felix Scheinberger. Und ich fand seine Sachen richtig cool, so schön locker aus der Hand. Ja. Habe ich auch selbst gerne gemacht. Und habe mich dann dort beworben für mein Masterstudium, beziehungsweise vorher. Ich habe ihn zuerst angeschrieben, ob ich mich mal vorstellen könnte. Ich hatte Interesse an einem Studium in Münster, bin dann hingefahren, er hatte mich eingeladen zu kommen, habe meine Sachen gezeigt, meine kleinen Skizzenbücher, die ich schon gesammelt hatte, und über meinen ehemaligen Mitbewohner in Mannheim habe ich schon seine Bücher gesehen. Mut zum Skizzenbuch zum Beispiel, was sehr inspirierend war zum Zeichnen. Und am gleichen Tag, als ich dann meine Sachen dort gezeigt habe, war auch eine Vorbesprechung für eine Exkursion in die Provence, Südfrankreich. Und hat mich eingeladen, doch einfach mitzukommen auf diese Exkursion als Gaststudent. Und da bin ich mitgekommen, habe die anderen Illustratorstudenten kennengelernt
Und ab da war völlig klar für mich, ich muss Illustration studieren, ich will das machen. Und so kam es, dass ich daneben meinen Master gemacht habe. Und mit meinem Masterabschluss kam dann das Projekt auch zustande, eine Handvoll Sterne. Und wie kam da der Kontakt zustande zwischen euch? Zwischen dem Verlag? Ja. Das war so, dass, also ich fange jetzt auch wieder von vorne an, als Illustrator geht man ja auch auf Buchmessen, um Akquise zu betreiben. Ich war dann auch mal da als Frischling in Leipzig. Mein Professor war auch da und er war eben im Gespräch mit einem Redakteur des SWR-Fernsehens, Südwestdeutscher Rundfunk. Und dieser Redakteur hat explizit einen Comiczeichner gesucht. Mein Professor wusste, ich mache gerne Comics, zeige mir Comics, habe meine Sachen dem Redakteur gezeigt und so kam der erste Job zustande. Ein Fernsehbeitrag zu Rafik Shami. Okay. Ja, zu seinem 70. Geburtstag war das, glaube ich. Eine Biografie über ihn. Und da habe ich einen Comic gezeichnet für den Fernsehbeitrag, der in den Beitrag reingeschnitten wurde. War das dann auch quasi, sind das auch quasi Seiten, die dann eins zu eins so in den Comic drin gelandet sind? Oder nee, was? Das war gänzlich... das war weg von der Kindheit? Ja, das von war ihm. Einfach biografisch sein Werdegang, seine Geschichte von Rafik Shami. Und nach der TV-Ausstrahlung hat sich Rafik Shami dann schließlich direkt bei mir telefonisch gemeldet eines Abends. Da war ich gerade bei Freunden Konsole zocken, was man halt so macht im Studium. Und hat sich herzlichst bedankt für die tolle Arbeit, die ich da gemacht habe. Und oh, das ist natürlich eine große Freude gewesen. Das war mega und ich war so, was? Und ob ich mir dann vorstellen könnte, einen seiner Romane als Graphic Novel umzusetzen. Er würde alles in die Wege leiten, mit dem Verlag sprechen. Er glaubt dran, dass das als Comic gut ankommen würde oder funktioniert. Und so kam das ins Rollen. Und wie viel freie Hand hattest du dann dabei? Hattest du gewisse Vorlagen, wie die Figuren aussehen sollen? Oder konntest du das komplett so, wie du es dir vorstellst, dann zeichnen? Oder ich hatte sehr viel Freiheit. Ja? Ja. Also als Referenz, als Stilvorgabe, wenn man so möchte, war der Bandcomic, der vorher rauskam. Der kam vorher raus? Der Bandcomic. Als hätte ich genau andersrum von deinem Zeichenstil vermutet. Krass. Ja. Krass, dann hast du einen sehr wandelbaren Zeichenstil, weil ich finde bei den... Schreib mal gerade bei die Cover in die Kamera. Wir reden die ganze Zeit über dieses Comic hier, das ist das Cover davon. Und dazu gibt es noch das Comic hier, also nicht dazu, es gibt auch noch das hier. Und das fand ich von der Zeichenstrich her und wie das alles aussah, viel klarer, als ich eine Handvoll Sterne gefunden habe. Deswegen ich dachte, das wäre eine Weiterentwicklung von dir. Aber dass du das dann bei einer Handvoll Sterne anders machst, das finde ich tatsächlich noch viel interessanter, dass du dann doch so wandelbar bist. Weil es gibt auch noch die Kurzgeschichte von dir. Das hol ich nochmal raus, die ist hier drin erschienen. Wunderfitz. Und da siehst du, da hätte ich dich gar nicht wiedererkannt vom Zeichenstil. Also da hätte ich jetzt gar nicht in Verbindung gebracht, dass das der gleiche Zeichenstil bei einer Handvoll Sterne. Ja. Interessant. Ja, ich bin da, glaube ich, noch wandelfähig. Und die Farbgestaltung, weil wenn man sich deine Werke anguckt, also die drei, die ich jetzt gelesen habe, dann ist das eine komplett braun, das andere ist komplett schwarz-weiß und das dritte ist komplett verschwommen. Ja, es war nicht braun, es war ocker, wie es der Verlag bezeichnet. Ja, und war das deine Vision, das Ocker darzustellen, oder war da irgendwie so die Voraussetzung, dass das eine gewisse Farbgebung haben soll? Bei Handvoller Sterne? Ja. Da war der Wunsch des Verlages, das in zwei Farben zu machen. Ja. Das war von vornherein klar. Und eben schwarz plus eine Sommerfarbe. Und daraus hat sich ergeben einen Ockerfarbton, weil Damaskus wohl irgendwie vom Ambiente was Erdiges hat. Und da passt Ocker am besten. Also... Interessant, tatsächlich. So, ich hatte mich gerade gefragt, ob das jetzt ein Stilmittel von dir ist, aber dann ist das dann nicht mehr wirklich ein Stilmittel. Sprich, du würdest auch komplett koloriert mal was rausbringen? Oder ist das vielleicht sogar ein Plan? Ja, der aktuelle Comic wird noch bunter. Also, was mir zu schaffen macht. Na gut, kolorierst du komplett selber? Ja. Brauchst du da genauso lange wie für die Zeichnungen oder geht das jetzt in dem Fall, weil es das in dem Fall in Anführungszeichen nur Ocker ist zum Beispiel bei einer Handvoll Sterne, dass es da recht schnell geht mit der Kolorierung? Ich denke, wenn ich mal weiß, wie ich das machen möchte, dann geht das sicherlich besser von der Hand. Aber jetzt bin ich gerade, was die Farbe vor allem angeht, der Stil eigentlich auch noch immer. Aber vor allem die Farbe bin ich noch im Findungsprozess. Und ich denke, wenn ich mal weiß, wie ich das kolorieren mag, dürfte das schnell von der Hand gehen. Also an sich würde ich von mir behaupten, dass ich auch eher schneller Zeichner bin
Und aktuell bremse ich mich gerade etwas arg mit der Stilfindung und Farben. Wie lange hast du gebraucht für die Handvollsterne? Bis von Start bis Ziel waren es 12 Monate, aber gezeichnet oder wirklich anfangen konnte ich erst im April und hatte dann nur noch 8 Monate. Also in 8 Monaten habe ich das komplette Buch gemacht. Ich musste erst Geld verdienen, um das ganze Projekt finanzieren zu können, weil ein Kollege, Comic-Kollege meinte, dass es besser wäre, ich würde mir erstmal ein finanzielles Puffer schaffen, um dann konzentriert und Vollzeit am Comic zu arbeiten. Mhm. Und ja, dann in 8 Monaten habe ich dann die 140 Seiten runtergerockt. Aber mit Textkürzung und allem drum und dran, was von Anfang bis Ende. Muss wohl relativ viel rausgeschnitten worden sein, ne? Also, ordentlich, ja. Aber ich kenne die Originalvorlage nicht. Ja. Hätte ich das jetzt nicht im Nachhinein rausgegoogelt, wäre mir das gar nicht aufgefallen. Ich fand zwar, dass zum Schluss die Handlung ein bisschen sprunghaft war. Also die Stationen wurden relativ schnell abgehandelt, so kam es mir vor, dass man dann doch schnell zum Ende gekommen ist. Also für meinen Film hätte das vielleicht sogar doppelt so lang sein können. Aber ja, hätte ich nicht gehört, dass das eine Verkürzung ist von der Originalstory, wäre es mir lebendig aufgefallen. Okay, gut. Das wäre dann einfach nur ein schneller Zielstil gewesen. Aber sowas begrüße ich ja eh. Das ist, ich rede ja auch immer so schnell, dass möglichst viel in kurzer Zeit passieren. Das ist da definitiv gegeben. Und was dann für mich auch noch so eine der herausragenden Sachen war, das war die Seite, wo der Tee verschüttet wird und die Tropfen so runtergehen ins nächste Panel rein. Sowas liebe ich. So eine ähnliche Szene habe ich dann auch bei deinem Bandcomic gefunden, wo die Musik spielen, wo die dann irgendwie eine Musik untergehen. Sehr starke Seite. Ja, die gefällt mir heute immer noch. Es war nicht mehr viel Zeit und das habe ich unter Druck irgendwie so rauskonzentriert bekommen. War krass. Also, ja. Wenn es mir heute immer noch gefällt, ist gut. Es spricht dafür. Ich kann mit Gitarrenmusik gar nichts anfangen, aber die Gezeichneten fand ich super. Okay. Gott, dann war das ohne Musik. Ja, ich war selbst in einer Gitarrenband. Ja? Und darum war das naheliegend. Ja gut, dann passt das ja. Also warst du dann auch auf Demo-Tour gewesen? Fast. Also ja, wir hatten auch ein bisschen Konzerte. Aber ist irgendwann untergegangen, ist jetzt nicht mehr. Ja, das Studium hat uns ein bisschen auseinandergetrieben in verschiedene Städte und dann wird es immer schwieriger zu proben. Und es ist schon je nachdem schwer, wenn alle Leute in einer Stadt wohnen, ne? Ja. Dann ist eine Frage von noch, wo holst du deine Inspiration her? Leben. Das also, Leben. Ja, also ich bin jetzt selbst, also jetzt im Interview ist es irgendwie gerade anders, aber sonst bin ich jetzt auch nicht der große Erzähler und Redner und ich nehme gerne viel auf oder verkrieche mich auch gerne hinter den Zeichnertisch. Und sonst bin ich auch sehr gerne mit meinem Skizzenbuch einfach im Café oder unterwegs, zeichne in der Straßenbahn, bei der Busfahrt, wenn ich dann mal Bus und Zug fahre. Da habe ich in deiner Instagram-Story einen Friesenplatz gesehen. Ah ja. Also, das fand ich super. Ja, das ist sogar ein Panel aus dem neuen Comic. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also man kennt ihn auf jeden Fall wieder direkt. Also es muss ja die Sicht sein, wenn man mit der 12 oder der 15 vom Hansaring Richtung der Rossaplatz fährt. Ja. Die Richtung, oder? Muss es ja sein. Wo ich glaube, es ist die Richtung, ja. Also ich komme nicht mal aus anderen Richtungen, aber das muss dann die Richtung sein, von der man sieht. Habe ich auf jeden Fall gefeiert. Ja. Ja, und da hole ich meine Inspiration eben. Oder als Kind habe ich viele Zeichentrickfilme gesehen, heute immer noch. Damals viele Animes, natürlich. Mhm. Und Mangas gelesen, viele. Was liest du zurzeit? Wenn du sagst, jetzt auch noch aktuell, also mit Animes zum Beispiel. Animes sind in letzter Zeit eingeschlafen für mich. Und so ein Also damals hatte ich Pet Labor geguckt, Ghost in the Shell und auch die Ghost in the Shell Serie, die erste Serie, die auch auf MTV kam. Mhm. Neon Genesis Evangelion auf MTV war geil. Alle reden immer von diesem Manga, ne? Das ist unglaublich. Oder von den Manga habe ich nie gelesen. Aber ich habe es weder gesehen noch gelesen. Ich höre nur immer, dass das so großartig sein muss. Also ich war sehr beeindruckt damals. Oder auch Golden Boy war mega witzig. Also das fand ich auch super lustig. Das habe ich auch geguckt. War so cool. Also, ja. War echt lustig, da waren auch nur wenig Folgen. Ich glaube, das waren so 6 Folgen oder 10 Folgen, kann das hinhauen? Echt? Weiß ich nicht. Also ich habe das so super, doppelt gesehen. Also ich habe so super wenig in Erinnerung. Es kam auch schon damals auf MTV 2 oder irgendwie sowas. Mhm. Ja. Hab ich damals auch gefeiert. Und Kickers und Saber Rider und die Star Sheriffs und das alles, was halt da im Fernsehen kam, ich hab's geliebt. Also nicht, dass ich es jetzt regelmäßig
dass ich mir die Uhrzeit danach gerichtet hätte, das zu gucken, aber ich habe es sehr oft gesehen. Ja, das ist dieses Zufall-Ding gewesen, so samstags morgens im Fernsehen Bescheid. Das hat wohl die Zeit gestimmt. Ja, das passt. Ne? Also das kennt die heutige Generation gar nicht mehr, dieses samstags morgens Fernsehgucken. Das gibt es ja gar nicht mehr, schon seit irgendwie 20 Jahren nicht mehr. Oder ich glaube, das ist vielleicht der Grund, warum ich heute etwas überfordert bin oder ich nicht weiß, wo ich jetzt anfangen soll zu gucken, weil es zu viel gibt. Ja, ich komme auch gar nicht hinterher mit Serien und so. Ich komme schon mit Lesen nicht hinterher. Ja. Wenn ich mich jetzt noch aufs Fernsehgucken konzentrieren würde, das würde dann irgendwann die Überhand nehmen. Ja. Was liest du denn zurzeit? Hast du zurzeit eine Comic-Serie, die du verfolgst, oder bist du ja mehr selber am Zeichen? Billibert. Billibert? Billibert. Sag mal gar nichts, Billibert. Billibert habe ich schon mal gehört, aber kann ich gerade nicht einordnen. Ich weiß den Namen des Autors gerade nicht mehr. Der hat auch jetzt ist mir der Name entfallen. Auf jeden Fall Billibert. Billibert. Noch ein Titel? Der wurde auch ausgezeichnet von Max Moritz. Oh, ist das ein deutscher Titel? Billibert? Nee, ist ein Japaner. Also, das ist ein Manga? Das ist ein Manga. Ach, was? Ja. Katsuhiro Yoshimoto. Ein Name, das ist eh schon so ein Ding. So ein japanischer Name, das funktioniert bei mir gar nicht. Die letzten drei Comics, die du gelesen hast, kriegst du die noch auf die Reihe? Oder waren das dann zufällig drei Billibert-Bände? Bei Billibert ist es noch so, ich habe aus Versehen einen Band übersprungen und habe daher den neuesten noch nicht gelesen und den vorigen habe ich noch nicht gekauft und die danach kommenden habe ich auch noch nicht gekauft. jetzt bin ich etwas, weiß ich nicht. Da, aber das will ich auf jeden Fall Billibert, das waren dann wahrscheinlich drei Billibert-Bände. Vielleicht komme ich gleich noch drauf, was es zuletzt war. Ich komme gar nicht drauf. Egal, passt. Wir sind mit dem ersten Video so gut wie durch. An der Stelle sei gesagt, ich verlinke sein Instagram mal unten in der Beschreibung. Der erste Link, herzlich, ohne H, für die Leute, die das jetzt im Fernsehen gucken sollten. Genau. Und ansonsten sei gesagt, guckt auf seinem Instagram vorbei, guckt auf mein Instagram vorbei, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bisschen Feedback in die Kommentare, falls ihr eins seiner Werke schon gelesen habt. Ballert doch mal eure Meinung dazu, wie euch das gefallen hat, in die Kommentare rein. Wäre für dich wahrscheinlich auch nochmal interessant, mal ein paar Meinungen dazu zu hören. Und ballert die Kommentare, checkt Social Media aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein!